So, Sella und ich reagieren jetzt auf das neue Statement von Sarah Wagenknecht. Ja, hallo, ich Auch bin Anträge gespannt. stellen. Wir können anders im Parlament agieren. Wir haben jetzt auch schon einen ersten Antrag eingebracht. Diese Woche, heute oder gestern haben wir ihn eingebracht, und zwar zur Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro. Wir halten das für überfällig. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, über 8 Millionen betrifft es, die haben Löhne unterhalb von 14 Euro. Bei den akuten Preissteigerungen im Energiebereich, im Bereich von Lebensmitteln, können diese Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr über den Monat kommen mit ihren Einkommen. Und es ist ja auch eine unglaubliche Heuchelei der Grünen und auch der SPD, die ja beide formal fordern, dass der Mindestlohn auf 14 Euro steigt. Teilweise hat die SPD sogar was von 15 Euro erzählt. Faktisch haben wir aber einen Mindestlohn von 12,41 €. Das heißt, völlig unzureichend. Die Ampel tut hier nichts. Deswegen bringen wir jetzt diesen Antrag ein. Und natürlich könnten SPD und Grüne da auch mal beweisen, wie sehr ihnen das am Herzen liegt, was ihre Beschlusslage ist. Wir leben ja jetzt. Also das ist ein interessanter Punkt. Das BSW hat jetzt einen Mindestlohn von 14 Euro gefordert und SPD und Grüne wird jetzt interessant, wie die abstimmen. Wahrscheinlich werden sie dagegen stimmen. Also das kann man, glaube ich, schon im Vorhinein annehmen. Der Mindestlohn ist jetzt aktuell bei, was hast du gerade, 12,41 €, ne? Er Aktuell, wäre oder? auf 14 Euro, ja, er wäre auf 14 Euro, wenn die Um SPD 14 es Euro. damals nicht verhindert hätte. Die SPD hat Genau, damals in der stimmt. Mindestlohnkommission dagegen gestimmt, dass der Mindestlohn auf 14 Euro erhöht wird. Die Dazu Gewerkschaften so hatten ein gesagt, Video wir wollen, ja, hatte ich. gemacht. Die Gewerkschaften wollten, dass er auf 14 Euro erhöht wird, und da hat die SPD gesagt, nee, wollen wir nicht. Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld hat dagegen gestimmt. Und das Ja. müsste in der BSW-Spitze mal Sarah Wagenknecht, irgendwer mal Sarah Wagenknecht mitteilen. Auch Oskar Lafontaine, die bringen diesen Punkt mit den 14 Euro Mindestlohn immer wieder, aber dieser Punkt hätte noch mehr Punch, wenn man dazu sagen würde, dass die SPD eben diesen Mindestlohn gegen den Willen der Gewerkschaften verhindert hat. Die entscheidende Ja. Stimme kam von der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Es war wirklich die SPD, die das verhindert hat. Wenn die SPD anders Ja. entschieden hätte, dann hätten wir jetzt schon einen Mindestlohn von 14 Euro. Das kann man nicht Mindestlohn. häufig genug Ja. betonen. Genau. Ja. Sinngeber, moin. Ich bin ganz gefährlich und problematischer. Ja, auf jeden Fall. Genau, nee. Also, und 14 Euro ist ja trotzdem noch, finde ich, schon immer noch zu wenig. Ne? Also für eine ordentliche Rente weiß ich nicht, ob das reicht. Aber wäre zumindest ein Anfang und ich finde natürlich den Antrag gut. Aber ja, wie du schon sagst. Und da war doch von der Linken auch ein Antrag, oder nicht? Die Mindestlohnerhöhung, wo du ein Video zu Gerrit Tui gemacht hast, die das auch abgelehnt hatte. Also Ja, die die Linke hat Linke das hat auch ja schon gefordert. auch schon Das bei Antrieb übernimmt das gefordert, BSW jetzt. genau. Also traurigerweise muss man da ja zugute halten der Linken, dass sie da zumindest sich zumindest auch, ich sehe das auch immer bei den ganzen Umfragen, zumindest für Ärmere einsetzt. Also für die, das sieht man auch bei den ganzen Abstimmungen immer. Das muss man der Linken, auch wenn sie sich ja den Grünen Anbieter zugutehalten, ja. Wollte ich nur kurz mal erwähnen. Aber trotzdem, ja, die Linke wird jetzt sowieso nicht mehr relevant, denke ich mal, mit der BSW. Ja, sie haben nicht mal 12,50 € gemacht und das bei den Preisen, ja. Ja, aber du musst dazu sagen, der Mindestlohn, du hast ja gesagt, die Rente, also eine vernünftige Rente nach 40 Arbeitsjahren, 38,5 Stunden Wochenarbeitszeit, hättest du aktuell bei einem Mindestlohn von etwas mehr als 15 Euro, glaube ich. Also aktuell müssten es etwas mehr als 15 Euro sein. Ich glaube, im Jahr Ja. 2026, nach der nächsten Bundestagswahl, wärst du dann bei etwas mehr als 16 Euro. Deswegen Genau, ja. irgendwas zwischen 16 und 18 Euro sollte das BSW dann für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl fordern. Also 14 Euro, die sind aktuell schon ein bisschen zu niedrig, nicht viel zu niedrig, aber ein bisschen zu niedrig. Nach der nächsten Bundestagswahl irgendwo zwischen 16 und 18 Euro sollte die Forderung liegen. Ich glaube, über 18 Euro, das wird zu viel. Da Ja, ich könntest du glaube, das irgendwann kriegst du wirklich nicht durch. nicht nur nicht durch. Also du kannst ja jetzt Opposition erstmal radikalere Forderungen stellen, einfach um das Overton-Fenster zu verschieben, Das aber kannst du natürlich beziehungsweise in der sowieso Hoffnung, nicht tun. dass du dann mal doch mit einem radikaleren Antrag durchkommst. Aber du löst, wenn du den Mindestlohn zu stark erhöhst, einen Inflationsschock aus. Also dadurch, dass du den Mindestlohn erhöhst, steigen natürlich die Preise. Die Preise, ja. Der Effekt ist relativ schwach. Also Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, da wurde der Mindestlohn um rund ein Viertel erhöht. Das hat die Preise um ein Na, bisschen das ist mehr, ja. 0,3% oder so erhöht insgesamt. Das war fast nichts. Das war Das ist ja wirklich auch schwach. das.
Genau, das ist ja, wir hatten ja, glaube ich, mal das Mindestlohn-Thema, ne, zusammen in einem Video gehabt. Das ist ja auch das Argument, was immer kommt, okay, wenn du jetzt den Mindestlohn erhöhst, das bringen ja zum Beispiel AfD und Co. auch immer, wenn du den jetzt erhöhst, steigen dann natürlich dadurch auch die Preise. Und das ist halt dann die Kritik dann immer drin, ne? Die Preise steigen und ja, gut. Ja, aber was heißt Kritik? Und deswegen, also die steigenden Preise, die bezahlt ja jeder. Die bezahlt genau. Unternehmer, die bezahlt der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende, die bezahlt der Besserverdienende, der bezahlen aber auch die Mindestlohnempfänger. Das heißt, also im Endeffekt, wenn der Mindestlohn wirklich zu 100% zu Preiserhöhungen führt und der Profit der Unternehmer gar nicht einbricht, was nicht passieren wird in Branchen, wo der Wettbewerb schlecht funktioniert, wo die Unternehmer also aktuell Überprofite machen, da können sie ein bisschen auf ihre Profite verzichten. Da wird der Mindestlohn tatsächlich wirklich zu einer Umverteilung von Kapital zur Arbeit führen. Aber nehmen wir mal wirklich mal den Extremfall an. Der Mindestlohn führt zu 100% zu Preiserhöhung. Was passiert dann? Die Leute mit niedrigen Löhnen, die besonders nah am Mindestlohn verdienen, also es steigen ja nicht nur die Leute, die weniger als Mindestlohn verdienen, sondern auch die Löhne, die ein bisschen höher liegen, genau. Steigen ja alle die mit. Die Löhne, normalerweise steigen alle Löhne mit, ne? Nicht nur der Mindestlohn. Das kam nämlich auch neulich das Argument. Ja, die näher am Mindestlohn liegen, mehr. Also wenn du 30 Euro pro Stunde verdienst, wirst du relativ wenig davon profitieren. Wenn du 20 Euro pro Stunde verdienst, mehr. Und wenn du 15 Euro pro Stunde verdienst, dann ordentlich. Also mehr. Genau. Deswegen, das heißt, die Lohnhierarchie wird gestaucht. Und in den letzten 30 Jahren ist die Lohnhierarchie enorm auseinandergegangen. Die hohen Löhne sind stark gestiegen, die niedrigen Löhne sind überhaupt nicht gestiegen. Genau, das Ungleichgewicht wieder zusammenzubringen, dafür eignet sich der Mindestlohn wirklich, wirklich gut. Und dafür sollte auch eingesetzt werden. Weil die Gewerkschaften das mit Tarifverträgen nicht mehr hinkriegen, weil die Tarifbindung immer weiter abnimmt, muss der Staat hier mit dem Mindestlohn quasi für einen Ausgleich sorgen. Und das ist wirklich die Aufgabe des Mindestlohns, nicht für die große Umverteilung zu sorgen, nicht dafür quasi Altersarmut komplett abzuschaffen, da muss man auch für ein vernünftiges Rentensystem und alles andere sorgen. Ja. Aber die Hauptaufgabe des Mindestlohns ist diese extrem stark gestiegene Lohnhierarchie, dieses Auseinanderklaffen von hohen und niedrigen Löhnen, das wieder zusammenzuführen. Ja. Naja, und dann kommt halt immer zum Beispiel dann auch die AfD oder generell die Konservativen sind ja eher dafür, die Steuern zu senken. Das ist ja immer so das Argument, ne? Das bringt doch nichts, die Löhne zu steigern. Welche Steuern ist die Frage? Ne, das hast du ja in dem Video, ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber eine Erbschaftssteuer und diese ganzen anderen Steuern noch. Du hast ja alle möglichen Steuern, die sie senken wollen und also die Abgaben senken wollen. Ich weiß jetzt nicht mehr konkret, welche das waren, aber du hattest das ja auch, hatte ja Gerrit Huy in dem Video auch ja, die wollen die Einkommensteuer senken. Und, das ist das Problem. War ja auch das Argument von dem, wie hieß denn der, gegen Mindestlohn, dieser eine Typ da. Ich suche das mal raus, mach mal gerne weiter, wenn du möchtest. Nee, aber die wollen die Einkommensteuer senken, das kann ich dir schon sagen. Das ist immer die Forderung, es soll immer die Einkommensteuer gesenkt werden. Es wird fast nie gesagt, wir wollen die Mehrwertsteuer oder so senken. Es wird also AfD hat auch einige Anträge zur Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, das muss man schon sagen, genauso wie die Linke. Also hier hatten schon wieder AfD und Linke mal den richtigen Riecher. Aber zu sagen, wir senken die Einkommensteuer, davon profitieren ja gerade die höheren Löhne und ja, wie gesagt, vor allem die höheren Löhne profitieren davon, Kapitaleinkommen werden ja nochmal anders besteuert. Das ist ja das Ding, das ist ja generell. Hättest du dieses Problem nochmal verschärft? Ja, das ist ja generell so bei der AfD, diese ganzen Steuern, die sie immer senken wollen, das hilft ja immer meistens nur denen, die eh schon mehr verdienen. Ich habe jetzt hier komm mal rausgesucht. AfD, wir wollen das, also das war jetzt der Antrag der Linksfraktion, ne, was wir hatten. Und da haben sie abgelehnt, weil, pass auf, Jürgen Pohl sagt, lehnte die Vorschläge der Linksfraktion ab. Seiner Fraktion gehe es um die konkrete Verbesserung der Einkommenssituation der Arbeitnehmer, sagt er. Da müsse der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn als regelmäßiges Grundentgelt für eine Zeitstunde definiert werden. Andererseits sollte die über das Grundentgelt hinausgehenden Entgeltbestandteile wie Zulagen, Sonderzahlungen und Prämien zusätzlich gezahlt werden. Die AfD schützt also die Arbeitnehmerinteressen, sagte Pohl. Wir wollen, dass zusätzliche Leistungen ausgezahlt werden. Ja, genau, zusätzliche Leistungen waren das noch irgendwie in der Hinsicht. Das war der Grund, warum sie abgelehnt haben, zum Beispiel. Das ist ja keine gute Begründung. Du kannst ja mindestens auch kein Widerspruch, ne? Ja. Du kannst ja auch die Mindestlohn annehmen und zusätzliche Leistungen zahlen. Wäre sogar noch besser. Vor allem, dass die hohen Löhne so stark gestiegen sind, dass der Finanzsektor so gewachsen ist. Das hat ja nicht damit zu tun, dass die Banker heute so viel mehr leisten als vor 30 Jahren.
Das hat damit zu tun, dass der Finanzsektor aufgebläht wurde durch politische Entscheidungen, durch Deregulierung, durch Umverteilung des Vermögens, durch Abschaffung von zahlreichen Kapitalverkehrskontrollen, die es früher noch gab. Also das ist der Grund dafür, dass der Finanzsektor heute so aufgebläht ist, im Gegensatz zur Realwirtschaft, und man dort beispielsweise so hohe Löhne kassieren kann, was vor 30, 40 Jahren eben in der Form noch nicht möglich war. Da hat man da auch gut verdient, aber nicht so gut wie heute. Also das liegt nicht daran, dass die Banker heute plötzlich so viel mehr leisten und die Bandarbeiter heute plötzlich so viel weniger. Es liegt einfach an politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die man auch politisch beeinflussen könnte, wenn man das wollte. Und das will die AfD eben nicht. Arad fragt, wäre es aber nicht noch ein zusätzlicher Faktor, der Deutschland als Standort weiter schwächt, wenn man jetzt den Lohn erhöht, glaube ich, meint er, ne? Ja, was heißt, Deutschland hat doch schon auf Lohndumping gesetzt die letzten Jahrzehnte. Also es war doch immer das deutsche Wettbewerbsmodell. Es hat Deutschland als Standort, den Binnenmarkt, hat das schon geschwächt, dass wir auf Lohndumping gesetzt haben. Wenn du die Löhne drückst, dann profitiert davon die Exportindustrie, aber der Binnenmarkt schwächelt. Genau das sehen wir in Deutschland seit 30 Jahren. Das hat die Kohl-Regierung zu ihrer Endzeit gemacht. Das hat die Schröder-Regierung ganz extrem gemacht mit der Agenda 2010 und dem damit verbundenen Lohndumping. Das hat die Merkel-Regierung weiter so gefahren. Also wir erleben eine wirklich extreme Schwäche des deutschen Binnenmarktes. Und wir haben gesehen, wie die deutsche Exportindustrie aufgepäppelt wurde durch Lohndumping und jetzt durch die hohen Energiepreise teilweise vertrieben wird. Aber Lohndumping ist doch kein Ausgleich für hohe Energiepreise. Wir brauchen vernünftige Löhne, die dafür sorgen, dass wir einen vernünftigen Binnenmarkt haben, und wir brauchen billige Energiepreise. Aber die billigen Energiepreise, die kriegen wir jetzt nicht dadurch, dass wir unsere Arbeitnehmer noch schlechter behandeln. Also was ist da für eine bescheuerte Strategie? Darunter leiden dann vor allem die anderen Länder der Eurozone. Das sorgt dann dafür, dass die Wirtschaft in Italien, Spanien, Frankreich noch schlechter läuft und die nächste Eurokrise noch näher rückt. Ist jetzt ein riesengroßes Thema. Oh Gott, ich wollte eigentlich keine so lange Reaktion machen. Aber das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzumachen. Schaut da gerne auf meinem Erstkanal vorbei, da habe ich mich schon häufiger dazu geäußert. Nur noch mal ganz kurz. Ginga Viking TV schreibt, ihr könntet schon einen eigenen Podcast machen. Namens alle. Ja, also wirklich, ich würde es gerne machen. Das Ding ist nur, ich habe zu wenig Ahnung von Wirtschaft dazu. Also ich versuche, deswegen bin ich auch immer hier gerne beim Agitator dabei, weil ich einfach gerne immer was lerne dazu. Deswegen, es wird sich auch immer beschwert, die Rechten oder irgendwer kommt immer an und sagt, ah, du hast ja gar keine Ahnung neben dem Agitator. Ja, weiß ich. Aber wer hat denn neben dem Agitator Ahnung? Imp und so, die sind ja auch. Ich bin immer froh, dass ich dabei bin, was lernen kann. Und ich versuche es halt ein bisschen mit meinen Meinungen anzubringen, aber. Tut mir leid, dass ich nicht ganz so fitter bin, aber wie gesagt. Ja, es ist das Thema, wo ich mich am meisten eingelesen habe. Dafür kennst du mich in anderen Themen wahrscheinlich besser aus. Es ist kurzweilig spannend. Danke, Genga. Danke, freut mich. Danke für das Feedback. Agitator ist der Beste, ja, sehe ich auch so. Sorry, jetzt, 2 Minuten, wir haben noch ein bisschen was, ne? Sorry. Dass die Ampel inzwischen so desolat ist, dass offenbar jeder abstimmt, wie er will. Frau Strack-Zimmermann will ja jetzt auch Oppositionsanträgen zustimmen, in dem Falle zur Tauruslieferung. Also unser Antrag wäre jetzt mal eine Möglichkeit, vielleicht auch für SPD und Grüne, einem sinnvollen Antrag der Opposition zuzustimmen. Und dann hätten wir zwar vielleicht noch nicht ganz eine Mehrheit, aber das wäre ja doch ein deutliches Signal, was die Menschen in diesem Land, glaube ich, sehr, sehr, worauf sie sehr, sehr warten würden, dass endlich mal die Politik sich um ihre Probleme kümmert und nicht Debatten führt, die weit weg von ihrem Leben sind oder noch schlimmer, ihnen immer nur neue Zumutungen aufbürdet. Der Mindestlohn, eine Mindestlohnerhöhung wäre natürlich auch ein ganz reales Signal oder auch eine ganz reale Maßnahme, die desolate Wirtschaftslage nicht zu lösen, aber zumindest zu verbessern. Die Wirtschaftszahlen sind ja dramatisch. Das hat inzwischen sogar Herr Habeck begriffen. Und die Ursachen dieser dramatischen Wirtschaftslage scheinen sich aber noch nicht bis zur Ampel rumgesprochen zu haben. Es ist ja so, dass natürlich die Nachfrage sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland deutlich geschrumpft ist. Das hat verschiedene Ursachen. Das hat natürlich vor allem auch etwas damit zu tun, dass die Energiepreise so explodiert sind, auch infolge der Wirtschaftssanktionen. Dadurch verschlechtert sich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Die Unternehmen investieren weniger.
Das wiederum zieht die Nachfrage runter. Aber die hohen Energiepreise bedeuten eben auch, dass die Menschen weniger Geld in der Tasche haben. Deswegen können sie einfach weniger Geld ausgeben für ihren ganz normalen Lebensbedarf. Also eine Mindestlohnerhöhung würde zumindest an dieser Stelle eine gewisse Erleichterung schaffen. Das wäre noch nicht der Ausweg aus der Wirtschaftskrise, aber es wäre zumindest ein gewisser Schritt, das Leben der Menschen real zu verbessern. Was natürlich dringend notwendig ist, wäre jetzt auch ein Wirtschaftsprogramm, das tatsächlich es verhindert, dass Deutschland massiv absteigt. Also es wird ja jetzt in der englischsprachigen... Also traditionelle keynesianische Nachfragepolitik. Die Löhne müssen so stark steigen wie das Produktivitätswachstum plus Inflationsziel. Und dazu muss der Staat noch eben dafür sorgen, dass die Nachfrage nicht einbricht in Rezessionen. Das ist das, was die SPD immer vertreten hat, bis Schröder kam. Mhm. Und damit ist die Bundesregierung eigentlich traditionell relativ gut gefahren. Ist doch Musik in deinen Ohren, oder? Wenn das so in die Richtung geht. Ja, ja. Presse auch schon längst darüber diskutiert, dass die Tage gezählt sind, in denen Deutschland eine international führende Wirtschaftsmacht ist. Das ist natürlich ein wirklich beängstigender Ausblick. Unternehmen kündigen Massenentlassungen an, gerade im Industriebereich. Also gut bezahlte Arbeitsplätze werden dort gestrichen. In vielen elementaren Unternehmen werden solche Prognosen veröffentlicht. Und ich finde es wirklich unglaublich, wie die Ampel offensichtlich völlig andere Themen auf ihrer Agenda hat. Sie diskutieren jetzt ja massiv darüber, dass man doch noch mehr Waffen an die Ukraine liefert. Will. Dafür soll sogar die Schuldenbremse aufgehoben werden. Aber Maßnahmen zu treffen, hier die Wirtschaftskrise endlich wirklich massiv zu bekämpfen, beispielsweise indem man etwas tut, damit wieder billige Energie nach Deutschland kommt, aber auch indem man zum Beispiel in einer Situation, wo hunderttausende Wohnungen fehlen, die Bauwirtschaft ankurbelt, auch durch öffentliche Bauinvestitionen in Wohnungen. Das wären ja auch konkret. Staatliche Baupolitik, sozialistisches Teufelszeug, oder? Ja, alles Sozialismus. Ja, nein, aber die Ampel hatte ja angekündigt, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und dank der Zinserhöhung der EZB wird die Ampel dieses Ziel katastrophal verfehlen. Wir werden irgendwo bei unter 300.000 neuen Wohnungen dieses Jahr wahrscheinlich rauskommen. Also der Bausektor, der kollabiert gerade förmlich. Das ist eine einzige Katastrophe, die sich da abspielt. Und die Politik tut nichts dagegen. Ich meine, der Staat könnte entweder privaten Wohnungsbau fördern durch günstige Kredite, durch eine Zinsobergrenze, die dann staatlich subventioniert wird, durch eine stärkere Reglementierung des Bankensektors, durch direkte Subventionen. Oder er könnte selbst bauen. Aber wie gesagt, das ist ja Sozialismus, wenn der Staat plötzlich dafür sorgt, Wenn der Staat was macht, ist das Sozialismus, auf jeden Fall. Ja, ja, deswegen war die Bundesrepublik vor 1990, also als es die Wohngemeinnützigkeit noch gab, auch ein sozialistischer Musterstaat. Wissen viele nicht. Ja. Auf jeden Fall. Die großen sozialistischen Führer wie Konrad Adenauer und Ludwig Erhard. Genau. Sind manche die waren zwar in der CDU, in der konservativen, eher rechten sogar vielleicht Partei, aber na gut, okay. Naja, die Wohngemeinnützigkeit, die existiert ja schon seit, um jetzt mal aus dem Ironie-Modus rauszuschalten, die existiert schon, bevor es Deutschland überhaupt gab. Also die gab es schon in Preußen. Und die wurde dann immer mitgeschleppt, die gab es eigentlich immer und die hat dafür gesorgt, dass wir einen relativ hohen Bestand an Sozialwohnungen haben. Und die ist dann 1990 den neoliberalen Reformen der Kohl-Regierung zum Opfer gefallen. Und seitdem sinkt die Zahl Sozialwohnungen sukzessive ab. Also die ist jetzt um 2/3 gefallen, also von 3 Millionen auf rund 1 Million. Und ja, das trägt natürlich mit zu den hohen Mietpreisen bei, wenn es so wenig günstige, subventionierte Wohnungen gibt. Dinge gegen die Wirtschaftskrise. Nichts davon ist von der Ampel zu hören. Und ich finde das wirklich unverantwortlich, in welchem Grade hier sehenden Auges unsere Wirtschaft, also zugeschaut wird, wie unsere Wirtschaft den Bach heruntergeht, wie vor allem kleine, mittlere Unternehmen immer mehr Existenznöte haben. Wir haben steigende Insolvenzen und das ist eine Situation, die die Menschen umtreibt und die vor allem auch ihre Zukunft massiv bedroht und auch massiv verändern wird, wenn es dabei bleibt. Ich möchte allerdings auch noch etwas sagen
zu der ganzen Debatte jetzt um Taurus-Lieferungen. Also die Union wird ja jetzt offensichtlich ihren Antrag dazu einbringen. Frau Strack-Zimmermann ist auch dafür. Die Ampelkoalition hat auch noch mal einen Antrag, der jetzt extra formuliert, zur Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine, und zwar weitreichende Waffen, die am Ende russisches Territorium bis tief ins Inland angreifen können. Herr Kiesewetter hat ja dankenswerterweise offen formuliert, was das bedeuten würde. Er hat gesagt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Ich frage mich immer, ob diese Leute, die das jetzt betreiben, wirklich überhaupt nicht mehr wissen, wie es ausgegangen ist, als Deutschland oder größenwahnsinnige Politiker in Deutschland bereits zweimal in der Geschichte einen Krieg nach Russland getragen haben. Und damals war Russland noch keine Atommacht. Das heißt, wer den Krieg nach Russland tragen will, der trägt den Krieg nach Deutschland. Und das ist eine so gefährliche Situation, die dadurch... Da sieht man sie wieder, die Putin-Knechtin. Genau, sie will Frieden mit Russland, steinigt sie. Ach ja, übrigens fragt Wongel Studios, reagiert ihr heute noch auf Mohammed Ali bei Maischberger? Amira Mohammed Gott. Ali ist sehenswert, meint er. So viele, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Die, wir hatten dann noch anders. Wann anders. Sorry, müssen wir wahrscheinlich wann anders, ja. Also ich habe das jetzt auch nicht vorbereitet. Das können wir, also diese Talkshows, die brauchen eher mal ein bisschen, um freigeschaltet zu werden. Also ich kann die ersten Monat später hochladen normalerweise. Obwohl Maischberger war ARD, oder? Maischberger müsste, glaube ich... Wenn es ARD ist, dann kann ich es doch schon relativ früh hochladen. ZDF-Sendung, da muss man immer ein paar Wochen warten, bis die quasi von ZDF freigegeben werden. Sonst werden die am weggestrikt. Ja, da hat es ja auch schon das ein oder andere Mal, ne? Wo du streamen wolltest darauf. Ja, und auf YouTube. Irgendwie. Auf YouTube, da sperren sie ein, wenn du auf ZDF reagierst. Ja, Maischberger ist das Erste, ja. Ja, aber wie gesagt, heute nicht. Ein ernsthaftes Politiker-Statement für heute reicht. Entsteht, dass ich wirklich nur appellieren kann, dass diese Politiker endlich zur Besinnung kommen. Der Ukraine-Krieg wird nicht durch Taurus-Lieferungen entschieden. Er wird am Ende nur zu einem Friedensschluss kommen, wenn es Verhandlungen gibt. Natürlich wissen wir alle und auch wir vom BSW sehen das, was in Russland, wie die Verhältnisse in Russland sind. Gerade der Tod von Nawalny hat das ja noch einmal sehr deutlich gemacht, wie der Umgang mit Menschenrechten in Russland ist. Sowohl die Haft als auch die Haftbedingungen von Nawalny waren gravierende Menschenrechtsverletzungen. Und auch wenn man jetzt noch nicht genau weiß, wie die Umstände des Todes waren, kann man doch sehr deutlich sagen, oder ist ziemlich klar, dass der Tod von Alexei Nawalny ein Ergebnis oder ein in der Verantwortung des russischen Machtapparates liegt, weil ohne diese Haft und ohne diese Haftbedingungen würde natürlich Herr Nawalny noch leben. Insoweit ja, Russland ist ein autokratisches Regime, aber das ändert ja nichts daran, dass das Sterben in der Ukraine beendet werden muss. Und ich finde auch die Art und Weise der deutschen Debatte zu diesem Thema ziemlich unehrlich, um nicht zu sagen heuchlerisch. Die Welt ist voll von autokratischen Regimen, die die Menschenrechte missachten. Beispielsweise dem in der Ukraine. Da hatten wir einen ziemlich ähnlichen Fall wie Nawalny, nämlich den Journalisten Gonzalo Lira, der in ukrainischer Haft ums Leben gekommen ist. Der eigentlich aus der Ukraine fliehen wollte, der laut eigenen Angaben schon mal gefoltert und ausgeraubt worden war und der fliehen wollte, Asyl in Ungarn beantragen wollte, der auf der Flucht aufgegriffen, dann ins Gefängnis gesteckt wurde und das nur ein paar Monate überlebt hat. Aber Gonzalo Lira war da nicht in der Tagesschau oder in anderen Nachrichten so groß Thema wie Nawalny. Eher so, waren das natürlich auch so Leute wie du, ne? Oder auch die Rechten, die das natürlich aufgegriffen haben, aber so in den Mainstream-Medien war das nicht so groß. Ja, es ist, ja, ich habe da halt ein kurzes Video zu gemacht. Aber Nawalny, der ist ja wirklich überall Thema. Also das belegt jetzt, um mal auf eine größere Ebene zu zoomen, das belegt mal wieder Chomsky. Also der hat ja in seinem Propagandamodell schon die Vorhersage gemacht, dass die Taten der einen Seite, wenn sie freundlich gesonnen ist, in den Medien, dass da Untaten eher schön geredet oder ignoriert werden. Und auf der anderen Seite, dass da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen instrumentalisiert werden, dass es quasi gute Opfer gibt und schlechte Opfer. Und die schlechten Opfer, die rechtfertigt man oder man ignoriert sie. Und die guten Opfer, die schlachtet man bis zum Letzten aus. Und genau das sehen wir gerade. Ja, man sieht es ja auch in kleinem Maße jetzt bei, in Anführungszeichen, den Wokies zum Beispiel, ne?
Da gibt es auch immer gute Opfer und schlechte Opfer und gute Täter, sag ich mal, und schlechte Täter. Also je nachdem, wer was macht, ne? Ja, das also ist natürlich in sehr kleinen Maße. Das ist jetzt natürlich der, ne, also nicht vergleichbar in dem Maße, aber dass man da immer mit zweierlei Maß misst, meine ich. Eines dieser Regime, Saudi-Arabien, da weiß man, da wurden kritische Journalisten oder ein kritischer Journalist zersägt. Die Opposition wird hart bekämpft mit Auspeitschungen, mit Köpfen. Trotzdem möchte Frau Baerbock diesem Regime sogar Eurofighter liefern. Und dann erzählen sie uns, es ginge ihnen um die Menschenrechtslage. Ich finde, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass man jetzt dringend appellieren sollte und auch fordern sollte, da unterstütze ich, was die UN sagt, dass die Russen oder dass die russische Führung eine unabhängige Untersuchung zulässt, damit geklärt werden kann, woran Herr Nawalny gestorben ist. Aber etwas anderes ist, wie wir den Krieg in der Ukraine beenden. Und hier zu sagen, die Antwort auf den Tod Nawalnys sind weitere weitreichende Waffenlieferungen. Da wie dumm ist das denn? Also mag Leute geben, ich verfolge nicht so viele Mainstream-Medien, deswegen ist mir das vielleicht nicht untergekommen, aber es mag Leute geben, die diese dumme Äußerung getätigt haben, aber dann hätte man doch nach dem Tod Gonzalo Liras genauso logisch sagen müssen, okay, das heißt jetzt, Ukraine hält Menschenrechte nicht ein, stoppen wir alle Waffenlieferungen. Oder nach dem Tod von zig anderen Oppositionellen in der Ukraine. Der ukrainische Geheimdienst hat Todeslisten mit Feinden des ukrainischen Staates im Ausland, um die sich doch bitte mal jemand kümmern soll. So, da stehen dann solche Leute wie Ulrike Gero beispielsweise drauf. Also kein Scherz. Von so einem Staat reden wir hier. Und, ja, und oder auch die Nazis in der Ukraine, ne? Die werden auch immer so unter den Teppich gekehrt. Ja, und so, andere Belezi. So viele Nazis. Ja. Ja, der. Und dass da manche Kriegsverbrecher gefeiert werden. So, das ist alles so, nun, das ist man immer dieses, auf der einen Seite ist es okay, auf der anderen Seite komischerweise nicht. Das ist halt, ja, lupenreine Propaganda einfach nur. Ja, muss ja, man halt absolut. Einfach so fair bewerten, egal ob man auf welcher Seite man da jetzt nun steht. Wenn man das einfach mal versucht, objektiv, so es ist, auf beiden Seiten gibt es Verbrechen, genauso mit den Kriegsverbrechen. Da wird auch immer nur gesagt, ja, die Russen, das machen die Ukrainer wohl nicht oder wie. Oder da ist es dann okay oder nicht so schlimm oder ich verstehe das immer nicht. Nein, schon dieser warum absurde dann Gedankengang. Da ist jetzt ein Oppositioneller im Gefängnis gestorben. Dazu übrigens noch ein Rechtsradikaler bei Nawalny, das wird in unseren Medien auch nicht so gerne erwähnt, aber der hat beispielsweise gefordert, dass man Tiflis, die Hauptstadt der Nagetiere, doch bitte mit, Tiflis ist in Georgien, dass man die, nicht die Hauptstadt von Georgien, die Hauptstadt der Nagetiere doch bitte mit Raketen beschießen soll. Also. Alter Schwede. Ja, wie gesagt, auch Rechtsradikale haben Menschenrechte, aber das sollte man vielleicht noch dazu berichten. Also. Ja. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Würde ich mir wirklich eine Bundesregierung wünschen, die der Tradition und auch dem Verständnis der Entspannungspolitik noch irgendwie nahe stünde, weil auch Willy Brandt damals hat mit einer sowjetischen Führung verhandelt, hat eine Entspannungspolitik mit einer sowjetischen Führung durchgesetzt, in deren Land natürlich die Menschenrechte nicht in dem Maße geachtet waren, wie wir uns das wünschen. Das ist ja durchaus auch mit dem heutigen Russland nicht ganz unvergleichbar. Trotzdem hat diese Art des Verhandelns und diese Art der Entspannungspolitik den Boden dafür bereitet, dass irgendwann Perestroika und Glasnost möglich wurden. Und wir sehen ja auch im heutigen Russland, je länger der Krieg geht, desto schlimmer wird die Repression. Also ist doch nicht eine Eskalation des Krieges eine sinnvolle Antwort, sondern Friedensgespräche, Friedensverhandlungen, weil alles andere auch unser Land in eine immer größere Gefahr bringt. Und ein Punkt, der ist mir auch noch wichtig, gerade wenn jetzt sehr viel über den tragischen Tod von Alexei Nawalny gesprochen wird, eine Antwort auf dieses furchtbare Ereignis, die Welt wirklich aufhorchen lassen würde, wäre natürlich die sofortige Freilassung von Julian Assange. Weil auch Julian Assange ist ein politischer Gefangener. Auch er wird festgehalten, weil er Verbrechen aufgedeckt hat, weil er in dem Falle amerikanische Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat. Er sitzt seit 5 Jahren unter unsäglichen Bedingungen in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Aktuell wird gerade darüber verhandelt, ob er an die USA ausgeliefert wird. Und auch bei Julian Assange ist die Situation nach den Berichten seiner Rechtsvertreter, auch seiner Familie, seiner Angehörigen so,
dass durchaus eine längere Haft dazu. Der UN-Vertreter Nils Melzer spricht im Falle von Assange von weißer Folter. Also so nennt er die Haftbedingungen. Und Assange, der wird durchgängig in einer ein paar Quadratmeter großen Zelle in Isolationshaft gehalten. Also das ist genauso menschenrechtswidrig wie das, was gerade bei Nawalny passiert. Und der hat auch schon einen leichten Schlaganfall erlitten. Also das sind jetzt auch nicht die besten Haftbedingungen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Führen könnte, dass Julian Assange diese Haft nicht mehr überlebt. Das heißt, sein Leben ist in Gefahr unter diesen Bedingungen. Und da möchte ich wirklich an all diejenigen appellieren, die jetzt zu Recht und aus guten Gründen die russische Führung dafür angreifen, was mit Herrn Nawalny geschehen ist, dass sie doch zumindest so viel Ehrlichkeit und so viel Lauterkeit hätten, gleichzeitig zu sagen, Julian Assange muss freigelassen werden, und zwar besser heute als morgen, weil alles andere ist wirklich Doppelmoral, alles andere ist unehrlich. Ich erinnere mich auch, dass die Grünen, bevor sie in die Regierung gingen, ja diese Forderung auch unterstützten. Ja, alles andere ist unehrlich. Also es ist die ganze Zeit unehrlich. Also man sollte, also Julian Assange ist einer der eklatantesten Fälle für Verfolgung von Journalisten, die einfach nur ihre Arbeit machen. Ich meine, das ist ein Australier, der keine Loyalitätsverpflichtung gegenüber den USA haben. Und er soll unter einem US-amerikanischen Repressionsgesetz aus dem Ersten Weltkrieg angeklagt werden. Also damals gab es eine richtige Repressionswelle, wo zahlreiche Gesetze gegen Oppositionelle erlassen wurden, damit die US-Regierung das bis heute noch, oder was? Ja, das gilt bis heute noch. Wurde nicht geändert bis heute, okay. Deswegen sollte man, wenn der Staat neue Sicherheitsgesetze erlässt, immer sehr, sehr kritisch sein und das nach Möglichkeit zu verhindern versuchen. Ja. Da hat der US-Staat seinen Sicherheitsapparat enorm ausgeweitet, hatte auch sogar ein eigenes Propagandaministerium im Ersten Weltkrieg, die Creel Commission, und da hat man auch einen Präsidentschaftskandidaten ins Gefängnis sperren lassen für ein paar Jahre, damit man auch ja gegen den Willen der Bevölkerung seinen Krieg in Europa führen kann, der sehr im Interesse der US-Elite war. Und aus dieser Zeit stammt dieses Gesetz noch. Und darunter soll Julian Assange jetzt angeklagt werden. Praktischerweise ist er kein US-Bürger. Also er wird unter dem US-Gesetz angeklagt. Ja, ich wollte gerade sagen, das, obwohl er nicht mal ein US-Bürger ist. Also, ja, der erste, also ist der Wahnsinn. Die grundlegenden Menschenrechte, also die in der US-Verfassung ja auch garantiert sind, die gelten für ihn deswegen nicht. Also er kann als ausländischer Staatsbürger angeklagt werden unter US-Gesetzen. Aha. Also doppelt praktisch. Also ja. Ja, es ist nur noch traurig, aber was diese Doppelmoral angeht, in der Ukraine sitzen über 1000 Menschen in Haft, weil sie die Regierung kritisiert haben. Also da kann man doch... Wahnsinn, ey. Also es gibt sehr viele Fälle, die überhaupt keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhalten. Und diese Doppelmoral, die ist mittlerweile so offenkundig, dass sie nur dadurch Großteil der Bevölkerung nicht klar ist, weil die Medien über all diese Fälle nicht berichten. Ja, weil sie nur einseitig berichten, die Medien. ...unterstützt haben, seit Frau Baerbock Außenministerin ist, es davon leider nichts mehr zu hören. Dann bitte. So, jetzt sind wir schon in der Fragerunde. Naja, wie gesagt, zum Abschluss können wir, glaube ich, sagen, Fragerunde brauchen wir uns, glaube ich, nicht anschauen. Assange, hoffen wir, dass das gut ausgeht. Und gut ausgehen heißt ja erstmal, dass er nicht in den USA abgeschoben wird. Und das zweitens, dass er hoffentlich bald freikommt. Also das, ja. Es gab also, ja... Mit sein Zustand soll ja aktuell sehr, sehr schlecht sein. Ja, wie gesagt, also, was natürlich logisch ist, aber... Leichten Schlaganfall sogar erlitten. Also das ist... Definitiv nicht, die Haftbedingungen sind definitiv nicht gesund, aber die Hoffnung, dass sich politisch in Großbritannien etwas ändert mit Labour, die kann man, glaube ich, auch vergessen. Die sind genauso wie die Tories. Das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass die US-Regierung jetzt nicht noch ein innenpolitisches Schlachtfeld aufmachen kann und in ihrer eigenen Bevölkerung gut ankommen will und deswegen vielleicht beim Fall Assange Fuß von der Bremse nimmt, quasi um PR-Coup im Wahlkampf zu landen. Also man kann hier wirklich nur auf politische auf irgendwelche politischen Wunder hoffen oder dass, ja, auf juristische Wunder eigentlich nicht. Also der Oberste Gerichtshof in Großbritannien, der hat eigentlich gezeigt, dass er ja nicht so viel auf die Meinungsfreiheit gibt und auch die Urteile von untersten Gerichten wieder einkassiert, wenn er das für richtig erachtet. Und die Urteile fallen dann nicht zugunsten der Meinungsfreiheit. Auch das war auch schon im Fall Assange so. Also das
muss man schon sagen, die, auf die britische Justiz sollte man hier, glaube ich, also kann man hier, glaube ich, auch hoffen, aber wie gesagt, die Chancen stehen schlecht, aber man kann hier wirklich nur hoffen, dass er irgendwann doch noch freikommt. Ja, Dito. Ich hoffe es auch, aber